dass die Kinder sagen, yes, jetzt geht's los, jetzt, wo sind die neuen Herausforderungen, wo ist das neue Lernen? Diesen Fokus brauchen wir in unseren Schulen. Nach der Schule geht's erst richtig los. Und wenn wir es schaffen, dass wir sagen, hey du, eine Weiterbildung, her damit, ich gehe freiwillig auf so ein Festival, ich mache freiwillig eine Weiterbildung, weil ich weiß, wie Lernen funktioniert, du, dann ist das der Game Changer für den ganzen Lernprozess. Christiane, was ist deiner Ansicht nach der Grund dafür, dass Menschen sich Dinge nicht merken können? Also dem kann man sich leichter nähern, wenn wir uns überlegen, was wir uns eigentlich sehr einfach und leicht merken können. Und zwar sind es natürlich zum einen Dinge, die wir spannend finden oder interessant finden. Kennen wir ja auch, wenn wir eine Person kennenlernen, die wir irgendwie toll finden. Von der Person werden wir den Namen wahrscheinlich nicht vergessen. Also wenn du jetzt hier jemanden siehst und eine Anna kennenlernst, dann wirst du dir den Namen merken können wahrscheinlich. Also wir brauchen irgendwie Interesse oder was Besonderes, was uns dabei hilft, den Namen zu merken. Und wir können uns auch Dinge merken, die total außergewöhnlich oder besonders sind. Und wenn wir neues Wissen mit bekanntem Wissen verbinden können, prägt sich das auch sehr gut ein. Das heißt, wenn man all diese Punkte nutzt, bei langweiligen Sachen, die man sich nicht merken kann, dann ist das eine Methode, um sich Wissen zu merken, was zunächst einmal für das Gehirn uninteressant scheint. Es ist merkwürdig. Es ist würdig zu merken. Ja, und sag mal, ist es nicht so, also mir geht es so, deswegen frage ich jetzt rein von mir heraus, ja, in dieser Situation, also ich treffe die Anna, wenn ich sie dann 5 Wochen später treffe und sie war wichtig, toll, warum auch immer, dann erkenne ich das Gesicht sofort, aber der Name ist trotzdem weg. Was ist in meinem Kopf bitteschön falsch? Also meistens ist es ja so, dass du jemanden siehst und sagst, Mensch, dich kenne ich, ja. Aber dir fällt der Name nicht ein. Ja. In den seltensten Fällen ist es ja so, dass du zu jemandem hingehst und sagst, Mensch, du bist doch der Michael, aber siehst du auch so aus? Ja. Also, du erkennst das Gesicht, weil wir in Bildern denken. Und diese Fähigkeit, in Bildern zu denken und uns sehr starke Bilder auch sehr einfach auch abspeichern können, das machen wir uns beim Thema Gedächtnistraining zunutze, auch wenn wir mit Kindern arbeiten, wenn wir mit Mitarbeitern arbeiten, die sagen, ich habe meine 10 Argumente für mein Kundengespräch. Ich habe da, wenn ich beim Kunden bin, dann fallen mir 8 Argumente ein und auf einmal beginnt dieser innere Dialog in deinem Kopf, dass du sagst, Mensch, da waren noch 2. Ja. Da waren noch 2. Und in dem Moment wirklich auf alle Sachen aufmerksam zu werden oder sie wieder zugreifen zu können, das hilft dir mit diesen Techniken, weil wir in Bildern denken, in einer Struktur und somit kannst du dir eine Fülle von Informationen merken, wo du am Anfang gar nicht glaubst, dass es überhaupt möglich ist. Dass du dir, wie die Christiane, die hat ja dieses Studium in der Hälfte der Zeit oder weniger als der Hälfte der Zeit, hast du dein Politikstudium abgeschlossen, oder? Weil du einfach den Spickzettel im Kopf hattest. Ja, wie schnell ging's? Also ich muss sagen, beim Studium war ich eher langsamer, aber die Schule, da habe ich 3 Klassen übersprungen. Da habe ich mir 3? Ja, da habe ich mir Mühe gegeben, schnell mit der Schule fertig zu werden. Aber auch nur, das ging nicht, weil ich jetzt so wahnsinnig schlau oder genial bin, sondern vor allem, weil ich die Techniken zum Lernen benutzt habe. Und mit diesen Techniken, das ist eben das Tolle, dass Lernen eben dann nicht so stupide, langweiliges Wiederholen ist, sondern dass du aktiv den Lernstoff selber gestalten kannst. Du kannst deine eigene Kreativität und Fantasie nutzen. Und das ist eben das Tolle, dass Lernen dann so Spaß macht. Und um jetzt nochmal auf die Anna zurückzukommen, wenn wir jetzt mal überlegen, warum vergessen wir Anna wieder? Weil unser Gehirn besteht ja aus ungefähr 86 Milliarden Gehirnzellen, die können sich alle miteinander unterhalten. Und ganz vereinfacht gesagt, wenn wir jetzt eine Anna kennenlernen, dann entsteht zwischen diesen beiden Gehirnzellen vereinfacht gesagt jetzt so eine kleine Verbindung. Aber ja, die ist so ganz dünn. Und jetzt müssen wir quasi diese Verbindung stärken, indem wir sie halt wiederholen oder uns ein außergewöhnliches Bild zur Anna ausdenken, damit unser Gehirn jetzt vereinfacht gesagt nicht nur so eine kleine, dünne Trampelpfad hat, sondern so eine richtige Datenautobahn. Und das kann man eben machen, indem man sich lustige Bilder vorstellt. Und ich glaube, Markus fällt so Anna auch ein fantastisches Bild ein. Ja, bei Anna, das ist für mich immer die Ananas. Wow. Also das ist, wenn ich eine Anna kennenlerne, bei dir auch wahrscheinlich, oder? Ja, ich liebe auch die Ananas. Also die Ananas. Die balanciert ist die Ananas auf dem Kopf. Oder ich habe lieber auch Ananas-Ohrringe mir vorzustellen. Genau, also das sind Bilder, die müssen am Anfang sofort entstehen. Die verknüpfst du mit der Person und somit kannst du dir wirklich 100, 200, 500 Namen auf einmal merken. Also wenn du sagst, so eine Truppe wie hier brauchst du vielleicht, das sind jetzt, keine Ahnung, 200 Leute, ja, eine halbe Stunde oder sowas vielleicht. Okay, zu den Techniken will ich gleich nochmal kommen, aber vorher möchte ich wissen, wie hast du bitteschön, Christiane, in der Schulzeit schon so einen Zugang zu diesen Techniken gehabt?
Also da kann ich gerne kurz ausholen. Es fing bei mir an in der zweiten Klasse, als ich mich in der Schule gelangweilt habe. Das kommt Ihnen vielleicht auch bekannt vor. Ich fand das halt einfach, ich fand es nicht so spannend. Und mein Körper hat sich dafür eine Lösung ausgedacht. Und das war eben, dass ich mir ganz viele Krankheiten eingebildet habe, um nicht in die Schule zu müssen. Ich bin dann auch wirklich krank geworden und kam dann aber auch zu einem Psychologen, weil ich einfach nicht mehr ins Klassenzimmer reingegangen bin, weil mein Körper gesagt hat, wir können das nicht mehr. Und da habe ich dann einen IQ-Test gemacht und bin in eine sogenannte Hochbegabtenförderung gekommen. Die haben ganz verschiedene Kurse angeboten, Mathe, Deutsch, Physik. Aber ich wollte ja nicht mehr Schule und das waren ja alles so Schulfächer. Ja. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Und dann habe ich aber einen Kurs von einem Kurs gehört, der hieß Gedächtnistraining und Naturphänomene. Und ich dachte auch so, what? Wie alt warst du da? 9 Jahre alt war ich da. Nein. Und es hat sich aber auch nicht spannend angehört. Gedächtnistraining auf den ersten Blick war ich nicht so begeistert. Aber meine Mutter konnte mich überzeugen, mir das einmal anzugucken. Sie hat gesagt, schau dir das einen Nachmittag an. Und ich war natürlich dann sofort angefixt, weil wir uns überlegt haben, wie man sich leicht Zahlen merken kann. Und das war dann so aufregend, das hatte nichts mit der Schule zu tun. Und ich war dann Feuer und Flamme für diese Gedächtnistechniken. Und dann haben wir auch von Meisterschaften gehört. Und dann bin ich das erste Mal mit 11 Jahren Junioren-Gedächtnisweltmeisterin geworden. Und das hat mich dann auch in der Schule gerettet, weil es hört sich ja alles so ganz nett an mit 3 Klassen übersprungen. Aber es war ein wirklich langer Weg dahin, weil ich erstmal dann in der Grundschule zwar eine Klasse übersprungen hatte, dann aber 5., 6., 7. Klasse grottenschlecht war. Mathe 5, Latein 5, sehr versetzungsgefährdet. Und gleichzeitig war aber Junioren-Gedächtnisweltmeisterin, der Titel schon da. Und dann habe ich eine Schule gefunden, die gesagt hat, so Christiane, wenn du diese Techniken jetzt auch endlich mal zum Lernen anwendest und gute Noten schreibst, dann darfst du noch weitere Klassen überspringen. Und das hat mir dann die Motivation gegeben, mich wieder mit dem Thema Schule und Lernen zu beschäftigen. Und schwuppdiwupps purzelte es dann sehr, sehr gute Noten. Ich fühle mich jetzt so gut, dass du eine 5 hattest in Latein. Ich hatte nicht mal Latein. So. Ich sage ja immer, so schnell wie möglich unbeschadet aus der Schule raus. Ja, ja. Meine Tochter hatte gerade ihren letzten Schultag. Hätten wir euch doch mal vorher kennengelernt. Jetzt wollen wir zu den Techniken kommen. Komm, Markus, wie können wir uns zum Beispiel, mach was du willst, Zahlen merken, aber zeig uns mal klassische Gedächtnistechniken. Ja, also lass uns gleich mal Namen und Gesichter machen. Ich glaube, das kann jeder gleich auch umsetzen. Also wenn ich jetzt eine Person kennenlerne, ist der erste Schritt, bevor sich die Person überhaupt bei mir vorstellt, dass ich diesen mentalen Briefkasten aufmache. Warum sage ich mentalen Briefkasten? Warum findest du deine Post zu Hause? Banale Frage, banale Antwort, weil sie im Briefkasten liegt. So ist es. Und jetzt angenommen, du hättest einen kreativen Postboten zu Hause, der eines Tages die Briefe in die Mikrowelle, dann ins Baumhaus, dann auf die Toilette legen würde. Dann wäre das so wie Ostereier suchen, aber irgendwann sagst du zu dem Knaben, Junge, leg die Post bitte da ab, wo ich sie auch immer wieder finde. Und genauso ist es, wenn wir uns einen Namen zu einer Person merken möchten. Wir hören den Namen, legen den aber irgendwo ab und finden den dann nicht mehr, weil wir nicht wissen, wo wir zu suchen haben. Das ist, wenn ich zum Beispiel Schüler habe, die sagen, die haben sich auf die Prüfung vorbereitet, gehen dann aus der Prüfung raus und sagen, Mist, das wollte ich auch noch hinschreiben. Also du hast es nicht vergessen, sondern zu dem Zeitpunkt, wo du die Information benötigt hast, bist du auf die Information nicht gekommen. So, also was ich brauche einen Merkmal, einen Briefkasten an der Person, was mich sofort an die Person wieder erinnert. So, wenn ich jetzt dich zum Beispiel kennenlerne, zum Beispiel, was fällt dir denn sofort auf? Also zum Beispiel der Querschnitt, genau. Oder zum Beispiel der 3-Tages-Bart. Ja. Oder 5, 12, 15 Tagesbart, oder je nachdem. Ich habe ihn auf 2 zurückgestutzt heute früh. Oder die hohe Stirn zum Beispiel. Könnte ich auch nehmen. Hohe Stirn. Vor kurzem hatte ich jemanden bei mir auf der Bühne, der gesagt hat, Markus, weißt du, warum ich so eine hohe Stirn habe? Da habe ich gesagt, nee, sag's mir einfach. Dann halt meinte er, Markus, aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Kussfläche vergrößert. Schön, ja. Also, bei dir nehme ich jetzt hohe Stirn zum Beispiel. Ja. Ich könnte auch die Brille nehmen. Aber bei dir nehme ich jetzt mal die hohe Stirn. So, und jetzt, das ist der erste Briefkasten. Weil beim nächsten Mal, wenn ich dich wieder sehe, weiß ich, das war doch der Typ mit der hohen Stirn. Der fällt mir sofort auf, weil ich mir das Bild gemerkt habe. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt, jetzt begrüße ich dich. Hallo, ich bin der Markus. Du bist der? Michael. Michael. So, und jetzt habe ich, genauso wie alle Gedächtnisweltmeister, für jeden Vornamen, damit es schnell geht, ein Bild in unserem Kopf. Und bei mir ist Michael einmal fest verankert Milch. Das geht bei mir, was ist bei dir, Michael? Ist auch Milch, ja. Michael ist auch Milch. Also ich nehme das Bild, was mir als allererstes in den Kopf kommt. So, jetzt habe ich das, der zweite Schritt, ich habe den Namen in ein Bild verwandelt.
Und das ist eine Liste, die ich habe, da sind hunderte von Namen drin. Da steht Thomas, die Tomate, Birgit ist die Frau, wo es ein Bier gibt, Thorsten ist der Torpfosten, ja, je nachdem. Also, und bei Michael ist es der Milch. So, das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist jetzt, dass ich den Briefkasten, den ich aufgemacht habe, sprich deine hohe Stirn, mit diesem Bild auf übertriebene, witzige, schmerzhafte, erotische, fantasievolle, abnormale, krasse Art und Weise verknüpfe. Und je übertriebener, witziger, erotischer diese Bilder sind, umso merkwürdiger ist es für mein Gehirn. Sondern was gehe ich jetzt her? Ich schütte dir jetzt einfach Milch über deinen Kopf drüber und balsamiere das in dein zartes Haar hinein. Was für ein erotisches Bild. Ja, ja, genau. Zum Beispiel. Du darfst zu der Person niemals sagen, was du gerade über sie denkst. Okay. Und somit weiß ich bei dem nächsten Mal, wenn ich das sehe, ach, das war doch der mit dem Milch im Haar für den Michael. Klasse, jawohl. Aber Michael gibt es ziemlich viele. Ihr macht das dann, das, genau, also das bei jedem bleibt es dann aber bei der Milch, oder? Es bleibt immer, Michael ist immer Milch. Okay. Allerdings, jede Person hat einen anderen Briefkasten. Der andere hat eine Narbe, der andere hat Falten, der andere hat strahlende Augen, der andere hat eine dicke Augenbrauen, der andere hat sonst irgendetwas. Also wir haben extrem viel mit Personen zu tun, aber die haben immer einen anderen Briefkasten, weißt du? Die haben immer einen anderen Briefkasten und deswegen weiß ich auch bei dem, wenn ich jetzt zum Beispiel deinen Bart genommen hätte, dann hätte ich das praktisch in deinen Bart hinein balsamiert. Okay. Oder der tropft dann so runter, die Milch. Ja. Genau. Was ich auch manchmal mache, wenn ich jetzt Michael höre, dann kann ich mir natürlich die Milch vorstellen oder ich stelle mir einfach vor, einen Michael, den ich schon kenne oder wenn ich Michael Stich damals super fand, würde ich mir vorstellen, wie ihr beide dann zusammen Tennis spielt zum Beispiel. Okay. Das kann man auch machen. Sehr witziges Bild übrigens. Sehr witzig. Ja, sehr witzig. Ja. Aber diese Briefkästen sind natürlich auch toll, weil man wirklich einen ganz klaren Anknüpfungspunkt hat. So macht man das bei den Weltmeisterschaften zum Beispiel auch. Da gibt es auch so eine Disziplin, sich möglichst viele Namen und Gesichter in 15 Minuten zu merken. Das ist unfassbar. Und da würde man sich jetzt bei den Bildern auch immer irgendeinen Anknüpfungspunkt bei der Person suchen. Mhm. Der Weltrekord liegt übrigens derzeit bei 220 Namen in 15 Minuten. What? Yes! Deswegen habe ich gesagt, wir brauchen circa für 200 Leute eine halbe Stunde. Ja. Ungefähr. Also wir haben noch 14 Minuten, da kriegt ihr 15 ein. Wobei ich weiß, dass ihr es könntet. Ne? Okay, hast du auch noch eine Methode für uns? Also jetzt haben wir schon mal das mit den Namen Milch, finde ich gut. Also das ist etwas, aber hast du noch eine Methode? Also es gibt viele Methoden. Es gibt zum Beispiel natürlich die Körperroute, die man machen könnte. Man kann aber auch Zahlenbilder verknüpfen. Also wir könnten uns zum Beispiel auch die ersten 10 Artikel des Grundgesetzes merken. Oder Ziffern, es gibt Wörter merken. Gibt es irgendwas, was ihr am liebsten wollt? Ziffern, Wörter, Grundgesetz? Ziffern, Wörter, Grundgesetz. Wer ist für Ziffern? Eine. Wer ist für Wörter? Oh, deutlich größer. Grundgesetz. Sehr wichtig, aber wir haben Wörter. Wörter waren eine Mehrheit. Okay, dann machen wir Wörter. Machen wir Wörter. Und zwar eine schöne Geschichte ist, wollen wir mit der Routenmethode arbeiten? Körperroute? Ja. Dann nehmen wir zum Beispiel die Körperroute, die man sich vorher festlegen kann. Also man könnte sich jetzt zum Beispiel hier am Körper was festlegen. An den Füßen fängt man an, dann kommen die Knie, die Hosentasche, der Rücken, der Bauch und so weiter. Oder man kann sich so eine Route auch auf der Bühne festlegen. Dann könnte man hier links anfangen am Lautsprecher, dann kommt der Tisch, das Sofa, du, der Michael und die Leinwand. Und das kann man also auch überall auf der ganzen Welt, kann man sich also quasi solche Routen festlegen. Der Körper ist so praktisch, weil man den immer dabei hat. Und ihr dürft jetzt einfach mal ein Wort reinrufen, die ihr euch merken möchtet. Habt ihr ein Wort, was ihr euch einprägen möchtet? Ihr wolltet euch die Wörter merken. Oder wollen wir sowas wie Präsidenten nehmen oder so? Ja, auch. Können wir auch machen, genau. Ja. Okay. Lassen wir die Bundespräsidenten machen, oder? Ja, gerne. Willst du? Auch super, ja. Bundespräsident. Ja. Also, nee, Deutsche oder Amerikaner? Ja, deutsche Bundespräsidenten, ja. Machen wir die Bundespräsidenten. Da habe ich aber können wir auch auf der Körper. Dann mach doch die Verknüpfungstechnik, oder? Die hast du ja, noch, ich habe eine Geschichte zu dem Bundespräsidenten. Ja, mach doch. Ja, okay. Kenn ich. Also. Meine Bundespräsidentin, den ich mir vorstelle, der wohnt in einem Haus. Das ist also das erste Wort, was wir uns merken wollen, ist das Haus. Und für welchen Bundespräsident steht das Haus natürlich? Für Theodor Heuss. Heuss. Genau. Und das Haus, stelle ich mir dann vor, steht in Lübeck, neben dem Holstentor. Denn dann kann ich mir merken, Heinrich Lübke. Und jetzt, dann stelle ich mir vor, der Bundespräsident wohnt in diesem Haus in Lübeck. Und jetzt möchte der, und zwar... Das Haus steht neben einem kleinen Hain, auch sehr schön. Ein Hain für Gustav Heinemann.
Und jetzt möchte der Bundespräsident eben einen Spaziergang machen in diesem Hain. Und was braucht man für einen Spaziergang? Natürlich einen Schal, den man sich anzieht, für Walter Scheel, und einen Kasten Limo oder Bier, je nachdem. Und dann nimmt man sich einen Kasten mit für Karl Carstens. Und in meiner Geschichte würde der Bundespräsident jetzt eben diesen Spaziergang machen mit dem Schal und dem Kasten. Und dann stolpert er über einen Weizensack für Richard von Weizsäcker. Und jetzt kommt der Herzog und hilft ihm hoch für Roman Herzog. Und der Herzog hat jetzt ganz raue Hände für Johannes Rau. Und als Dankeschön lädt der Bundespräsident den Herzog mit den rauen Händen jetzt auf ein kühles Kölsch ein für Horst Köhler. Das wird serviert von einem Wolf für Christian Wulff. Das Ganze war jetzt eine Mordsgaudi und alle sitzen am Tisch und stoßen an für Herrn Gauck und den aktuellen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Kann man sich wahrscheinlich einfach so merken. Das wäre meine Geschichte zum Beispiel zu jetzt diesen Bundespräsidenten. Ja. Was ist denn deine? Hast du auch eine Geschichte dazu oder hast du das an der Ich mache die. Ich finde die Verkettungstechnik, die du jetzt angewandt hast, gut, wenn ich mir schnell Informationen merken möchte. Also wenn ich zum Beispiel mit Kindern arbeite, die jetzt zum Beispiel in der Schule sind, dann funktionieren diese Techniken wunderbar. Ich nütze bei dem Bundespräsidenten die Lotzi-Technik, weil da kann ich die Präsidenten oder Informationen, das ist ja egal, was ich mir abspeichere, weil das ist ja, es geht ja nicht darum, was wir uns merken, also jetzt in dem Fall die Bundespräsidenten, sondern es geht immer um den Prozess. Ja. Ich möchte den Prozess ändern bei jemandem. Ich möchte den Prozess bei Kindern ändern, dass sie sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel Heimat- und Sachkunde habe, Geschichte oder Erdkunde, dass ich zum Beispiel den Klassenraum nutzen kann und in den Klassenraum dann meinen Spickzettel dort ablege. Und deswegen favorisiere ich immer lieber diese Lotzi-Technik, diese Raumtechnik. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, Sherlock Holmes, der geht immer in sein Gedächtnispalast hinein und das ist nichts anderes als diese Lotzi-Technik. Und das ist ja unsere Aufgabe, dass wir andere Menschen befähigen, erstens wieder Spaß beim Lernen zu haben, dass sie von sich selber heraus motiviert sind, so wie du zum Beispiel gesagt hast, ich möchte jetzt 2, 3 Klassen überspringen, dass man weiß, wie man lernen muss, dass ich sage, du, wenn ich einen Spickzettel für die morgige Prüfung oder für eine Präsentation oder für eine freie Rede jetzt hier drin habe, dann lege ich das mir in meine Räume ab, brauche da bloß drauf gucken, mache das in einem Bruchteil der Zeit, habe dabei noch Spaß und kann nachhaltig darauf zugreifen. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Und wenn ich da nur anknüpfen kann, also ich arbeite mittlerweile auch sehr viel mit Kindern und Jugendlichen zusammen und was halt so toll ist bei diesen Techniken, dass ganz viele Kinder in der Schule eben das Vertrauen in sich selbst verloren haben und denken, sie sind dumm, sie können das nicht. Ich habe auch selbst viel mit hochbegabten Kindern, mit denen ich zusammen arbeite, die sagen, das muss ein Fehler gewesen sein, ich kann nichts, ich bin total blöd. Und dieses Selbstvertrauen ist dann total verloren gegangen. Und wenn du denen aber nur mit einer Sache zeigen kannst, hey, du kannst dir jetzt die Bundespräsidenten super schnell merken oder 20 Wörter und die haben sofort ein Erfolgserlebnis, ist das so unfassbar, was das mit den Kindern und Jugendlichen machst. Also wenn du an einer Sache arbeitest, haben die auf einmal wieder das Vertrauen zurückgewonnen und glauben an sich und fangen dann auch an, selbstständig Lateinvokabeln zum Beispiel zu lernen. Also es ist so faszinierend, was passiert, wenn man nur so an ganz, ganz kleinen Stellschrauben dreht. Und das ist so schade, weil Lernen oder Kinder sind ja neugierig. Das macht ja total Spaß. Und dieser Frontalunterricht, den wir haben, also ich meine, es ändert sich ja auch gerade total viel, führt aber, oft sagt man ja, es führt dazu, dass die Neugier verloren geht, aber es führt auch einfach so die Spannung verloren, weil so wird's gemacht, sagt der Lehrer, und dann machen es alle so. Und dann hat man immer das Gefühl, ja, man muss das jetzt einfach nur nachmachen. Aber diese Experimentierfreude, was selber herausfinden, was sie selbst erarbeiten, was jetzt auch passiert, langsam, ist halt so wichtig. Und bei diesen Techniken ist es halt so spannend, weil du halt selber aktiv wirst. Weil wir können jetzt auch tolle Bilder sagen, aber diese Geschichtentechnik oder auch die Raumrouten, die Bilder, werden immer am allerbesten funktionieren, wenn man sich diese Ideen selber ausdenkt. Und am Anfang fragt man sich vielleicht oder denkt man sich, ah, wie soll ich auf solche Bilder kommen? Aber wenn man das ein paar Mal ausprobiert hat, kannst du bestimmt auch bezeugen, es geht so schnell und vor allem Kinder natürlich und Jugendliche haben super viel Kreativität, aber auch Erwachsene können die halt super schnell zurückgewinnen und das ist einfach so fantastisch zu sehen, dass diese Techniken so spielerisch und einfach sind und man so schnell unglaublich viel verändern kann. Du gibst mir viele Stichworte. Du sprichst von Schule, von spielerisch und einfach, von Spaß am Lernen, von Freude, von großartigen Ergebnissen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir heute die Schulen abreißen würden, alle Leute entlassen würden und würden uns eine neue Schule aufbauen, hätte diese neue Schule nichts gemein mit dem, was wir derzeit haben.
Aber aus der Systemtheorie wissen wir, so ein Riesenapparat wie Schule und Pädagogik können wir jetzt nicht einfach mal eben wegräumen, sondern das sind Prozesse. Deshalb finde ich eure Arbeit so unglaublich wichtig, weil auch bei meiner Tochter, als es Probleme war, wir mit Gedächtnistraining viel, viel lösen können. Wie kriegen wir denn dieses Thema in die Schule rein? Haben wir überhaupt einen Hebel oder ist der Ansatz, an dem ihr sagt, das ist der beste Weg, wir befähigen über die Eltern die Kinder oder die Kinder direkt, welchen Weg sollten wir gehen? Also da platzt bei mir immer die Hutschnur, wenn ich da über dieses Thema, da könnte ich stundenlang könnte ich da weitersprechen. Betrachten wir es positiv. Ja, was können wir tun? Der Punkt ist, wir können das Schulsystem jetzt hier nicht von 180 Grad drehen. Nein. Aber was wir machen können, ist, dass wir eine Eigenverantwortung übernehmen. Und zwar als Eltern, vor allen Dingen als Eltern, dass wir unseren Kindern zeigen, dass Lernen Spaß machen kann. Wir müssen unseren Pädagogen und den Lehrern zeigen, wie sie praktisch Wissen so verpacken, dass es gehirngerecht sehr schnell, einfach und nachhaltig in den Kopf kommt. Dass die Kinder es mit etwas Positivem verbinden. Weißt du, dass wir die Kinder nachdem sie aus der Schule rauskommen, also nach 9, 10, 12 Jahren, immer noch Bock haben, etwas Neues zu erlernen. Um das geht's doch letztendlich, ja, oder? Dass die Kinder sagen, yes, jetzt geht's los, jetzt, wo sind die neuen Herausforderungen, wo ist das neue Lernen? Diesen Fokus brauchen wir in unseren Schulen. Weil nach der Schule geht's erst richtig los. Und wenn wir es schaffen, die Kinder, Jugendliche, die in der Ausbildung sind, oder auch wenn wir in einer Weiterbildung sind, dass wir sagen, hey du, eine Weiterbildung, her damit. Wenn ich gehe freiwillig auf so ein Festival, ich mache freiwillig eine Weiterbildung, weil ich weiß, wie Lernen funktioniert, du, dann ist das der Game Changer für den ganzen Lernprozess. Ja, also ich glaube, es liegt tatsächlich daran, neue Wege aufzuzeigen. Und also Markus war ja auch schon sehr viel an Schulen unterwegs, ich aber auch sehr viel in den Schulen. Aber natürlich ist es jetzt das nächste Ziel, einfach nochmal auch an die Pädagoginnen und LehrerInnen selber ranzugehen. Und wir bieten da auch Möglichkeiten an, wie man sich fortbilden kann, wenn man Lust hat, diese Techniken zum Beispiel anzueignen. Aber das wäre natürlich mein Traum auch, wenn diese Techniken wirklich zur Grundausstattung gehören, weil so schwer sind sie nicht. Was wahrscheinlich schwierig ist, ist, diesen Transfer zu schaffen, diese Einfachheit dann auf Lernstoff anzuwenden. Aber das kann man recht schnell lernen. Und das ist einfach so schade, weil es so ein einfaches Instrument ist, um unfassbare Veränderungen zu bewirken. Also ich suche ja Menschen, die mit uns gemeinsam hier eine Delle ins Bildungsuniversum schlagen. Die das Herz, absolut, wenn ihr da Bedarf habt, dann kommt zu mir. Ich bin nachher auch noch am Lernstand vorne von Greater. Und ich möchte Menschen finden, die das Herz an der richtigen Stelle haben. Die sagen, hey, ich möchte das mit Kindern machen. Ich möchte in Schulen reingehen. Ich möchte in Kindergarten reingehen. Ich möchte andere Menschen genauso inspirieren. Und zwar die Techniken, die Christiane machen oder ich, möchte ich weitertragen an größere Gruppen. Also wenn ihr da Bedarf habt und sagt, hey, ja, da ist irgendwas, kommt an den Stand und dann können wir gerne nochmal ins Gespräch tief auch einsteigen. Und da freue ich mich sehr drauf. Apropos, wir sind bei Greater zu Gast. Die haben fantastische Produkte im Markt etabliert. Auf den beiden Bühnen, grün und blau, treten gerade die Keynote-Speaker der Zukunft auf, die hier in der Seki-Ausbildung waren. Eine fantastische Coaching-Ausbildung, die unfassbar viele großartige Coaches ausgebildet haben, die jeden Tag rausgehen, professionell den Menschen helfen, ihre Ziele zu erreichen und das mit Spaß und Freude. Der Business-Coach hat sich etabliert mit dem Frederik. Es gibt ein neues Produkt, ist das richtig? Erzähl mal was dazu. Ja, so Greater hat gesagt, Mensch, wir haben The Key, wir haben die Business Coach Ausbildung, wir haben die Life Coach Ausbildung. Uns fehlt letztendlich etwas für die Kinder und für die Familien. Und da sind wir vor einem halben Jahr sind wir hier ins Gespräch eingestiegen, weil sie gesehen haben, dass erstens das funktioniert. Ich habe das schon vor über 2, 3 Jahren, wo wir diese Ausbildung gelauncht haben, bewiesen. Wir haben da hunderte Eltern, Pädagogen, Schulleiter, die damit dabei sind, die einen neuen Lernansatz in die Schulen und mit den eigenen Kindern hereinbringen. Und da bin ich auch wirklich stolz, dass Greater diesen Faden aufgenommen hat und gesagt hat, das ist genau das, was wir für die Zukunft brauchen. Das ist das, was wir unsere Kinder brauchen, dass wir Lernen wieder mit was Positivem verbinden. Und das ist, finde ich mega, weil es genau meinen Kern, meine DNA trifft. Lerncoach ist natürlich super, wenn sich da Interessierte finden, auf der einen Seite. Wer wirklich einsteigen möchte, ich habe letztes Jahr oder in den letzten 2 Jahren Corona, da hatten wir ein bisschen Zeit
Und da habe ich ein Buch geschrieben und habe zwei Sachen miteinander kombiniert, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Auf der einen Seite natürlich das Thema Lernen, wo viele eher negative Assoziationen haben. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Thema Witze. Und habe gesagt, okay, wie wäre es, wenn man beide Themen miteinander verknüpft? Ich habe was Witziges, ich habe was Nachhaltiges. Das Buch heißt Witz, komm raus. Das ist das lustigste Gedächtnistraining der Welt. Da zeige ich praktisch die Techniken der Gedächtnisweltmeister anhand von Witzen erklärt. Und danach kannst du mindestens 40 Witze auswendig und du wirst sie nie wieder vergessen. Sensationell, sehr schön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Riesenapplaus für Christiane Stenger und Markus Hoffmann.